I was an addict until 21 days ago. I was on the Danish summer camp, and I decided I want to quit. We zijn op het Diekman terrein, waar zo'n kleine duizend mensen bij elkaar komen om te sporten. De mensen die hier sporten, dat zijn begeleiders en mensen met een sociale handicap. We zijn het eerste maal jetzt hier en met zekerheid niet het laatste maal. We zijn een inrichting der katholischen Kirche en we arbeiten im Bereich der Wohnungslosenhilfe en bieden mensen die sonst auf der Straße leben, eine Wohnung und eine ambulante Betreuung ein. Was sind das für Leute, die Sex, die du mitgenommen hast? Ganz unterschiedliche. Einige haben eine Suchtproblematik, die sind dann auf Alkohol angewiesen oder auf andere Medikamente. Wir haben Leute dabei, die eine psychische Erkrankung haben. Und da ist natürlich so ein Campingurlaub auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Man kommt mit anderen Leuten in Kontakt, mit anderen Nationen. Wir können uns überhaupt nicht beklagen. Also muss man echt sagen, danke Enschede, dass ihr das ermöglicht habt. Waarom ben je uitgerekend vrijwilliger op de Social Inclusion Games? Ik werk bij de gemeente Enschede en ik begeleid werklozen naar werk. Maar ook de doelgroepen die hier zijn, heb ik in het verleden veel mee te maken gehad. I've talked a lot with some of the other people, especially from the Netherlands. And they are so kind. I'm really, really surprised as how well we are received. So 4 years ago, I moved to a small city called Aarup. And I was an addict until 21 days ago. I was on the Danish summer camp, and I decided I want to quit. I've been an addict in 12 years. I've been in prison 3 times, so I have tried those things. I had some problems with alcohol at some point, so I was invited. My goal is to make some new friendships, to evolve myself, both the social, but also as a whole person, and of course win.